Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Path of Radiance. Wir sind in Kapitel 1, die erste Schlacht hieß sie, und wir sind in der Söldnerfestung, also wahrscheinlich hier in unserer Basis. Und mein Headset sitzt schief. Muss ich einmal kurz korrigieren und dann kann es losgehen. Ich habe jetzt mal in die erste Aufnahme reingehört. Man hört meinen Controller, das heißt, ich werde versuchen, ihn jetzt so zu halten, dass man ihn nicht mehr hört. Aber mein Mikro ist ein bisschen empfindlich. Und da wird sich alles nicht vermeiden lassen. Ihr hört ja auch, wenn mein Stuhl knackt oder solche Sachen. Ja, deswegen, ich versuche es zu vermeiden. Es könnte aber sein, dass ihr es immer mal wieder hören werdet. Ich halte ihn jetzt auf jeden Fall unter der Tischplatte. So. Titania, guten Morgen, Ike. Heute ist dein erster Tag als professioneller Söldner. Schön. Oh, das ist eine Frage. Sah wie eine Aussage aus. Ja, und ich habe mich auf alles vorbereitet. Auf alles kann man sich, glaube ich, nicht vorbereiten. Du hast dich vor allem verspätet. Die anderen haben schon bei Tagesanbruch ihre Quartiere verlassen. Tut mir leid, von nun an werde ich eher aufstehen. Und nun, was ist meine erste Aufgabe? Headset sitzt immer noch schief. Ich werde mit Titania sprechen. Warte bitte so lange draußen. Ja, Sir. Nun gut, Commander Grail. Sollen wir fortfahren? Ihr sagtet, es gäbe Banditen, um die wir uns kümmern sollten? Korrekt. Ein Ort hier in der Nähe hat um unsere Hilfe gebeten. Den Berichten zufolge stellen die Banditen keine allzu große Herausforderung. Ich werde dorthin reiten und mir die Sache ansehen. Ich würde gerne Oscar und Boyd mitnehmen. Nur die beiden Brüder? Hm? Nehmt auch Ike mit. Die beiden anderen Aufträge können Shinnen, Gatry und ich leicht alleine bewältigen. Titan. Ja, ich überlasse Ike eurer Aufgabe. Gut, ich möchte, dass ihr ihn einarbeitet. Verstanden, Commander. Komm, Ike, bereiten wir dich vor. Sehr gut, mein erster Einsatz. Okay, Captain Titania. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich wäre dann zum Aufbruch bereit. Und das in unglaublicher Zeit. Es tut gut zu wissen, dass wir uns auf dich verlassen können, Oscar. Was ist mit mir? Ich bin auch zu allem bereit. Ach, Boyd, nicht eifersüchtig sein. Wirklich, Boyd? Na, das ist meine Überraschung. Ach, nein, heute ist das keine Überraschung. Von heute an bin ich ein Muster an Perfektion. Ich muss Ike doch ein gutes Vorbild sein. Boyd finde ich cool. Boyd wird mir noch Spaß machen, das sehe ich jetzt schon. Ich werde dich beim Wort nehmen. Das wird dein erster Einsatz. Ich weiß, dass du darauf schon lange gewartet hast. Bist du nervös, Ike? Ich glaube, gestern Abend war ich schon nervös. Ich konnte kaum schlafen. Aber heute Morgen bin ich die Ruhe selbst, wie die Ruhe vor dem Sturm. Du brauchst doch nicht nervös zu sein. Wir sind alle an deiner Seite. Ja, da hast du recht. Also gut, seid ihr soweit? Auf geht's. Wir müssen zu Fuß hinterherlaufen. Voll gemein. Okay. Sieben sehe ich. Caldea. Gut, ich werde euch jetzt erklären, was uns erwartet. Dies ist die Karte von Caldea. Man hat uns beauftragt, die Banditen aus der Gegend zu verjagen. Die blauen Markierungen, das sind wir. Die roten Punkte sind unsere Gegner. Es sind nicht viele Gegner, aber wir dürfen trotzdem nicht leichtsinnig sein. Der Gegner vor dem Gebäude im Norden ist ihr Anführer. Besiegen wir ihn und erobern das Gebäude zurück. Besiegen wir ihn und erobern wir das Gebäude zurück. Ich dachte, da kommt noch was. Das erklärt noch was. Aber war nicht so. Ike, hör zu. Ich kenne mich gut aus und kann einem Grünschnabel wie dir gute Tipps geben. Zuallererst ist es wichtig, dass du dich nicht verausgabst, sonst kannst du ernsthaft verletzt werden. Mute dir nicht zu viel zu, Ike. Wenn es gefährlich wird für dich, kannst du und solltest du dich auf uns verlassen. Und solange du den Gegnern, wie du den Gegner im Auge behältst, okay. Manchmal finde ich den Satzbau hier ein bisschen komisch. Hast du alle Vorteile in deiner Hand?
Stell dir das hier als Training vor. Also, es ist grammatikalisch alles richtig, aber es ist nicht so, wie ich sprechen würde. Es ist eher so geschriebenes Deutsch. Das werde ich tun. Oscar, Boyd, vielen Dank für eure Hilfe. Gern geschehen. Lehn dich einfach zurück und schau dir an, wie Profis das machen. Nee, wir sollen noch lernen, Boyd. Da können wir uns nicht einfach zurücklehnen. Ihr drei, genug geplaudert. Auf uns wartet eine Aufgabe. Kann ich eigentlich auch in die Häuser reingehen? Ike, bevor du einen Gegner angreifst, wirf einen Blick auf seine Waffen. Der Einsatz der Waffen entscheidet, ob du im Kampf einen Vorteil hast. Die Axt, die ich beispielsweise führe, ist Lanzen überlegen, Schwertern aber unterlegen. Und meine Lanze? Sie ist den Schwertern überlegen, aber nicht den Äxten. Und um das Dreieck zu vervollständigen... Ah, mein Schwert. Es ist stark gegen Äxte, aber schwach gegenüber Lanzen, richtig? Ja, ganz genau. Wenn du das nicht vergisst, hast du im Kampf Vorteil. Das ist das Basiswissen. Das wird dir schon bald nützlich sein, also vergiss es nicht. Schwerter stärker als Äxte. Das vergesse ich nicht. Schließlich heißt das, dass ich dir gegenüber im Vorteil bin, nicht wahr, Boyd? Au, kannst du dir das nicht anders merken? Das würde ich echt begrüßen. Okay, das Waffendreieck ist unten als ein neues Tutorial aufgeploppt. Noch etwas, vergiss nicht, den Einwohnern einen Besuch abzustatten. Ah, wir sind schließlich hier, um ihnen zu helfen. Du sollten froh sein, dass wir hier sind. Ja, das würde ich mir gerne mal ganz kurz angucken, das Tutorial. Nicht, dass ich das irgendwie... Also, das kenne ich noch nicht so. So. Als nächstes erkläre ich dir, wie du die Funktion Besuch verwendest. In einigen Regionen im Spiel werden dir Häuser und Tavernen auffallen. Steht die Tür offen, könnt ihr ein solches Haus besuchen. Nicht aber, wenn sie geschlossen ist. Die Tür dieses Hauses ist geöffnet, also könnt ihr hier einen Besuch abstatten. Zunächst muss sich eure Einheit vor den Eingang des Hauses befinden. Nun erscheint die Option Besuchen im Kommando. Eure Einheit besucht ein Haus durch Auswählen dieser Option. Bestätige die Wahl durch A. Okay. Das lese ich jetzt nicht vor, weil das nicht von Nutzen ist. Okay. Im Prinzip ist das schon alles. Bei Besuchen erhaltet ihr manchmal Items und nützliche Dinge. Seht ihr also Häuser oder Tavernen, schaut einfach dort vorbei. Es kann euer Schaden nicht sein. Eines solltest du aber beachten. In manchen Gegenden treiben Banditen und Diebe ihr Unwesen. Anders als andere Einheiten greifen diese auch Häuser an und legen sie in Schutt und Asche. Wurde ein Haus oder eine Taverne zerstört, kann dort kein Besuch mehr abgestattet werden. Beeilt euch und kommt den Banditen zuvor. Besucht ihr ein Haus oder eine Taverne, bevor die Banditen dort sind, schließen die Bewohner die Türen und sind vor den Banditen sicher. Schaut euch gut um. Sind Banditen oder Diebe in der Nähe, ist kein Gebäude vor ihnen sicher. Das ist auch schon alles zum Thema Besuche. Nein, nicht nochmal, das reicht. Nein, ich habe Ja gedrückt, ne? Oh Gott. Wenn man so überlegt, wenn man redet und nicht richtig liest. Klicken wir einfach alles einmal durch, schnell. So. Das kann ich leider nicht skippen. Aber das hier. Nein. So, jetzt drücke ich das Richtige. Okay. Wir legen los. Also hier können wir auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht, ob es egal ist, mit welchem Charakter wir reingehen. Ich werde es aber mal versuchen mit Ike. Guck mal, da oben steht das Missionsziel, schätze ich mal, besetzen. Also müssen wir auf dieses Feld. Okay. Er hat eine Axt. Eigentlich müsste Ike dorthin gehen. Ich will mal gucken, kann Tita... Nein, möchte ich nicht. Kann ich mit ihr besuchen gehen? Ich würde es einfach mal probieren. Ja, geht mit anderen. Okay. Ah, du gehörst zu den Söldnern. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir haben schon viel über euch gehört. Hier, nimm diese Waffe. Wir sind Bauern, keine Krieger.
Vielleicht ist sie dir von Nutzen. Und wir haben ein Stahlschwert bekommen. Okay, hätten wir doch mal mit Aikin. Oder können wir es ihm noch geben? Ah, nee. Dann würde ich gerne... Kann ich mir auch angucken, wie die laufen? Ja. Ich glaube, ich würde hier mit Ike und Boyd zumachen wollen. Einfach die Gegner kommen lassen. Oscar, setzen wir mal hier hin. Warten. Savannah heißt er. Ich spreche es alles richtig aus. Was geht denn da vor sich? Soll das ein Herr sein? Ach, eine Bande von Söldnern, die sich als nächstes ihr nächstes Mal verdienen wollen. Die Bewohner haben sie wohl angeheuert. Hört zu, zeigt ihnen, wie unser Stahl schmeckt. Ich finde das Spiel total cool gemacht, muss ich sagen. Wenn wir sie leben lassen, dann werden sie uns bis ans Ende unserer Tage verfolgen. Ich finde es teilweise sehr klischeehaft, aber ich feiere das gerade total. Manchmal sind Klischees auch einfach sehr unterhaltend. Kann man nicht sagen. Diese dummen Dörfler. Die glauben, eine Meute von Söldnern könnte uns etwas anhaben. Da haben sie sich schwer geirrt. Wir werden ihre Häuser zerstören. Reißt alles nieder. Das soll ihnen eine Lehre sein. Ja, okay, das Haus konnten wir jetzt nicht retten. Greift er gerade Ike an? Oh. Mein Spiel ist abgestürzt. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir hier wieder an der Stelle sind. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Oh, wir doppeln sogar. Dann ist unsere Geschwindigkeit ganz gut dem Gegner gegenüber. Der kann über den Zaun angreifen? Na, toll. Nein, ist ja klar. So hoch ist der Zaun ja nicht. Das war ein Crit! Boyd, mega stark. Was ich erzählen wollte. Ich habe jetzt eine neue Einstellung, dass das hoffentlich jetzt flüssiger läuft und nicht wieder abstürzt. Das Absturzproblem hatte ich nämlich schon häufig gehabt. Ja. Ich konnte jetzt gar nicht testen, weil ich an der Stelle jetzt weitergemacht habe. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn es jetzt ganz komisch ist, kriege ich das irgendwie hingebogen. Oder dann ist mein Stück von der Folge halt ein bisschen komisch. Okay. Ich muss mal gucken. Boyd ist Level 2, Oscar ist Level 3, Ike ist Level 2. Ach, Titania ist, glaube ich, schon... Kann ich mir das nicht angucken? Status? Genau. Die ist schon Rittmeister. Die ist schon eine Stufe höher als alle anderen. Das heißt, sie wird nicht so viel kämpfen. Gerne mal gucken, was sie alles so haben. Alle haben Heilmittel. Okay. Ich möchte gerne denjenigen Erfahrung geben, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Gucken wir uns mal an, wie viel Ike ausrichten kann. Ja, mit dem Eisenschwert 2x8. Ja, dann kriegt Ike diesen Kill auf jeden Fall. Und da haben wir ein Level up. Ike will wohl nicht so, aber Stärke ist immer gut für einen Krieger. Also für jemanden, der mit dem Schwert rumläuft. Gut. Der hat ein Schwert, da möchte ich Boyd irgendwie ungern reinstellen. Ihr Lanze hat doch einen Vorteil gegenüber von... Halt. Bevor ich das mache, möchte ich mir erstmal angucken. Wie weit kommst du? Ich will die irgendwie ein bisschen einzeln ziehen. Kann ich das hier auch mal sehen? Dann müssen wir da entmarkieren. So. Okay, der kommt gar nicht in die Nähe. Kann ich ihn erstmal wieder ausschalten? Was sieht bei dem hier aus? Und der hier... weit läuft. Dann möchte ich Oscar... Halt, ich habe die Reichweite von dem hier.
Möchte ich Oskar so hinstellen, dass der auf jeden Fall ankommt. Aber nicht unbedingt uns angreift. Also diejenigen angreifen kann, von denen ich nicht möchte, dass sie angegriffen werden. Da oben ist noch ein Haus. Da müssen wir dann irgendwie noch hinkommen. Tanja stelle ich mal dahin. Wenn sie vielleicht in der nächsten Runde zum Haus reiten. Sehr schön, er kommt. Ich konnte ihn locken. Okay, 2 Schaden ist für Oskar jetzt nicht so viel. Er ist schon auf 8. Der wird jetzt das Haus zerstören. Ah, doch noch nicht. Ich hoffe, wir kommen da noch hin. Vielleicht mit Oskar. Müssen irgendwie andere das hier... Nee, Oskar kommt da nicht hin. Tanja da. Würde ich gerne mit Titania dorthin gehen. Ich glaube, der passiert auch nicht so viel. Ich möchte besuchen. Wow. Seit die Banditen hier eingefallen sind, haben wir keine Nacht mehr geschlafen. Bitte, rettet unser Dorf. Hier, das hat meine Mutter mir vererbt. Ich hoffe, es ist euch von Nutzen. Engelsrobe erhalten. Ich habe keinen Plan, was die macht. Also, sie wartet hier einfach. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein gutes Item ist oder ein schlechtes. Ich möchte mal gucken. Boyd möchte ich gerne auch noch einen Aufstieg gönnen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Wir probieren es aber mal. Also 72 ist nicht super gering, aber es ist schon. Wir probieren es. Dann 7 kann Boyd auf jeden Fall einstecken. Sehr schön, Boyd. Hast du gut gemacht. So, der Typ. Kommt der jetzt in unsere Reichweite? Ja, Boyd steht schon drin. Er hat eine Axt. Sollten wir vielleicht Ike mit hinstellen? Der andere Schwertypi, kommt der auch schon mit? Kann ich gerade nicht sehen, wenn der hier mit ist. Der kommt nicht. Dann würde ich am liebsten, glaube ich, Ike. Hat nicht mehr so viel. Ich stelle trotzdem Ike vor Boyd. Und werde jetzt, glaube ich, einfach mal ein Heilmittel nehmen. Ja. Und Oskar. Komm, der kann hier schon mal. Nee. Ich guck mal, ich kann ja immer noch zurückziehen. Angriff, Eisenlatte, 2x9. Und er wird einmal 6 einstecken. Wir probieren es mal. Irgendwann habe ich das Waffendreieck wirklich drauf und dann denke ich hoffentlich nicht mehr so viel drüber nach und mache es in Komm, dann reitest du einfach noch mal ein Stück. Meine Arbeit ist getan. Das Haus war einmal ein Haus. Nun widme ich mich größeren Zielen. Ich werde ein paar Söldner ins Jenseits schicken. Ach nee, wir haben ja Ike geheilt. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich hält Ike das aus, aber wir haben ihn ja. Sehr gut. Jeder geht auf Oskar, das war irgendwie klar. Aber Oskar erledigt ihn auch. So, und hier machen wir mal einen Schnitt. Ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wie lange ich den anderen Teil aufgenommen hatte. Ich musste ja komplett die Aufnahme neu starten, beziehungsweise auch den PC neu starten. Deswegen weiß ich das gerade gar nicht mehr so aus dem Kopf. Deswegen mache ich jetzt hier einen Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und gucken, ob wir noch die restlichen Banditen besiegen können. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.